Ihre Frau und ich hatten eine kleine Diskussion. Sie scheint einen völlig übertriebenen Eindruck von Ihnen zu haben. Mike. Babe. Nichtsdestotrotz ist das hier das Ende des Weges. Einer von Ihnen wird jetzt sterben. Sie entscheiden. Was Sie nicht wissen, Mr. McGrath, ist, dass einer von Ihnen nicht sterben kann. Scheiße, von wem redest du? Ein weiser Mann hat mal gesagt, ich müsse eine schwere Entscheidung treffen. Das solltest du mit dem Mistkerl abklären, bevor du jetzt eine falsche Entscheidung triffst. Sie haben 5 Sekunden, Mr. Lowry. Sir, wir werden etwas mehr Zeit brauchen. 4? 3? Mike, lass dich nicht zu irgendwelchen Dummheiten hinreißen. 2? Hat auf mich geschossen. Oh, verdammt. Okay. Nein, Mike, du Eselarsch hast mich wieder angeschossen. Lass mich doch mal sehen. Fass mich nicht mit deinen Eselhufen an, Mike. Ach, jetzt halt doch mal. Hör zu. Ich musste doch verdammt noch mal schießen. Nein, ich mein, Mike, nein. Lass mich das mal sehen, bitte. Siehst du die Scheiße, Christine? Bitte. Ich hab dir in die Weste geschossen. Hör auf, rumzuzecken. Das spielt keine Rolle, okay? Merkst du, wem du dein Leben gewidmet hast, Christine? Ich hab Barretas entdeckt. Rücken vor. Scheiße. Das ist Judy. Armando, kannst du mich hören? Armando, kannst du mich hören? Scheiße. Mom! Mom, nicht! Geh weg von ihr. Mom! Sofort! Mom, es ist nicht so, wie du denkst. Carly, jetzt pass gut auf. Ich möchte, dass du jetzt langsam nach rechts gehst und dann auf mich zukommst. Mom, mir geht's gut, okay? Carly, ich will, dass du auf der Stelle aus dem Weg gehst. Mom! Mom, nicht schießen, nicht schießen! Mom, er hat mich gerettet, hör auf! Judy! Judy! Bleib zurück, Mike! Judy! Nimm die Waffe runter! Er hat mir das Leben gerettet. Bitte, Mom. Bitte kommen. Howard, wo befinden Sie sich gerade? Geht. Bevor ich meine Meinung ändere. Na los, gehen wir. Thank you.